Hallo, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid. Nach so langer Zeit endlich wieder mit den 105er DAF von Vadex sind wir heute unterwegs, natürlich auf der Promoz im Winter in Finnland. Und hey, ganz ehrlich, ich habe mich ja immer ein bisschen gedrückt, dieses Fahrzeug zusammenzubauen, aber ich habe es endlich geschafft. Ich hoffe, euch freut es mal, wieder mit so einem alten LKW unterwegs zu sein. Wenn ja, dann gebt dem Video einfach ein Däumchen. Und wenn ich merke, ihr wollt noch eine Folge mit dem Truck sehen, dann machen wir das. Okay, ich würde einfach mal sagen, wir starten den Motor. Ich habe mir extra schönen Tee eingegossen. Und jetzt werden wir mal schön gemütlich losfahren. Oh, die Süße sitzt drin. Und dann fahren wir einfach mal los. Boah, ich glaube, ich habe zu viel Zitrone reingemacht. Naja, also, wenn ich den LKW hier schon zusammengebaut habe, ne, dann muss man ja sagen, dann hat man auch wieder richtig Lust, eine Tour zu drehen. Der sieht aber auch klasse aus. Ich habe mir extra hier so eine schöne Lackierung ausgewählt und einen ganz besonderen Auflieger. Guckt euch das mal an. Sieht er sich schön aus? Ach, mal was anderes, ne? Wirklich mal was anderes. Ja, lass uns einfach mal hier schön gemütlich fahren. Wir werden jetzt nicht zu sehr auf den Pinsel treten. Wir haben insgesamt 233 Kilometer. Und ich weiß jetzt nicht, wann ich das Video hier online stelle, aber definitiv noch im Jahr 2022, ja. Das muss ja sein. Ich muss aber eins machen. Ich habe die Vermutung, dass der LKW doch ein bisschen zu laut ist. Ne? Wir gehen mal ein bisschen weiter hier runter. Ja, das ist, ich weiß es nicht. Manchmal kommt das immer so ein bisschen rüber, dass das alles ein bisschen lauter ist, aber naja, ist sehr, sehr komisch. So, also wir werden jetzt nicht mit 60 rumfahren, wir machen mal auf 70 und dann cruisen wir einfach mal hier durch Finnland im Winter. Ich habe mich extra dazu entschieden, mal durch Finnland wieder zu fahren. Und im LKW habe ich es warm, also ihr braucht euch keine Gedanken machen, ob die Kleine hier friert oder nicht. Ne? Macht euch keine Gedanken. Ich habe alles unter Kontrolle. Aber es ist eines der schönsten, ja, sage ich mal, LKWs, die jemals irgendwie gebaut wurden. Also ich finde das Design von diesem Truck einfach wunderschön. Von drinnen, naja, da würde ich schon den älteren Scania vorziehen. Aber so im Großen und Ganzen bin ich echt mal so, ja, so, ich bin die letzten Wochen wirklich nur neue Trucks gefahren. Ne? Ihr wisst ja, da kommt ja jetzt der neue. Volvo soll ja rauskommen. Ja, das soll ja auch im Jahr 2023 geschehen. Aber, naja, da muss man auch mal was Altes wieder her, ne? So ein alter Dröschflegel hier. Aber man sieht ihn nur noch kaum auf den Straßen. Und als ich den damals noch sehr oft auf den Straßen gesehen habe, war auch für mich so, dass ich diesen LKW auch mehr zeigen sollte. Ja, und das war so im Hinterkopf. Wenn er hier schon unterwegs ist, dann kann man den definitiv auch auf das als Video zeigen. Habe ich denn irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich in diesem Jahr den 105er außerhalb des Livestreams, da habe ich ihn ja, glaube ich, ein, zweimal benutzt, aber sonst nicht. Und kann das vielleicht daran liegen, dass, naja, vielleicht der ganz neue DAF rauskam, ich ihn zum Anfang sehr interessant fand und natürlich mit ordentlichen Anbauteilen sieht er auch richtig gut aus, aber also hundertprozentig hebt er mich nicht ab. Ich weiß auch nicht, warum. Ist ein schönes Fahrzeug, ja. Gar keine Frage. Aber irgendwie komme ich mit den ganzen Proportionen manchmal nicht ganz so klar. Ja, ich habe jetzt auch nicht die höchste Ausbaustufe hier von den LKW genommen. Ihr seht, dass die Kabine doch ein bisschen niedriger ist gegenüber dem... was ist denn das hier? War ein altes Auto. Das ist ein Saab. Gegenüber dem Auflieger. Aber ich dachte mir, sei es drum. Gefällt mir. Ach, schön. Ich bin ja auf meinem zweiten Promoz-Profil unterwegs, da wo die Straßen frei sind. Und
Ah, da kann man das schon mal so machen, ne? Oh, sie guckt ja so ein bisschen duster, ne? Naja, was soll's. Oh, jetzt. Ach, zu doll auf die Eisen gegangen, wa? Komm, Baby. Jetzt kann er mal zeigen, was er kann. Machen wieder 80 rein. Man merkt aber schon, er braucht hier ein bisschen. Ich habe hier zwar eine ordentliche Maschine drin mit 460 PS. Ich wollte nicht den großen nehmen. Ihr habt es ja gesehen in der Bastelstunde, wo ich mal nach langer Zeit, dieses Jahr war ja wirklich mit Mutz, eigentlich nicht so ein gutes Jahr, ne? Also das ist nichts großartig Neues rausgekommen, wo du sagst, ja, also was einen so richtig vom Hocker gehauen hat. Und das sind viele Sachen, die wir ja eigentlich so schon kennen. Ja, na toll. Ich bin extra schon langsam gefahren und jetzt muss hinter mir wieder die Polizei sein, oder was? Oder haben die ihren Blitz aufgestellt? Na, wer weiß. Das ist cool, dass man hier oben 80 fahren kann. So, hier wollen wir meinen Tee trinken. Ich habe hier ganz schön viel Vitamin C reingehauen. Ich meine, die Zitrone. Ah. Aber was mich nicht umbringt, das macht mich nur hart, ne? Was ist denn hier? Hier ist ja schon wieder Baustelle. Jetzt fahren wir mal ein bisschen langsamer. Na, nicht zu langsam. Ah, hier vorbei. Jetzt gar keinen oberen Spiegel drin. Ah, gut. Jetzt wieder auf Beschleunigung gehen. So müsste man eigentlich fahren, ne? Aber das macht der Maximus nicht so. Hört sich gut an, oder? Ja, hört sich wirklich fantastisch an. Also wenn ich den LKW jetzt nicht irgendwie rausschmeiße, dann wird er hier noch eine Weile drinnen bleiben. Und dann können wir da unsere Runden drehen. Und das eine oder andere spannende Video hier sehen. Mit diesem wunderschönen Truck. Wetterchen haben wir auch super. Hm. Fühlt er sich, denke ich mal, ganz wohl. Ja, darf es eigentlich. Gehört ja auch zu einer großen Firma, ne? So ein Konsortium. Aber es sind irgendwie mit den Amerikanern irgendwas war das. Ich habe das alles mal so ein bisschen gewusst, aber so wie es halt immer so ist, ne, vergisst man halt wieder vieles. Wenn man da nicht regelmäßig mit am Start ist und sich mit den Gegebenheiten so auseinandersetzt, dann vergisst man, ach naja. Wie gesagt, ob das Video jetzt sicher am Dienstag kommt oder Mittwoch oder Donnerstag, ist es nicht so hundertprozentig. Aber das ist irgendwie schön. Also, ich fühle mich jetzt gerade so richtig wohl, wieder mit dem Truck hier unterwegs zu sein. Was ist denn eigentlich, wenn die älteren Fahrer, das sind ja einige, die hier bei mir auf dem Kanal auch mal wieder mal kommentieren oder selbst Erfahrung gesammelt haben. Welche Trucks seid ihr denn gefahren? Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der auch den 105er mal eine Weile gefahren ist. Und kann ja mal sagen, welche Vorteile er gegenüber von anderen Trucks hatte. Außer, dass er vielleicht günstig war. Ich denke mal, das wird auch so ein gewisser Punkt gewesen sein, warum zeitweise sehr, sehr viele 105er unterwegs waren. Ne? Also ich muss wirklich schon genau gucken, ob ich denn so ihn sehe. So gut wie gar nicht. Den neuen DAF habe ich ja auch schon ein paar gesehen. Aber in der Masse zu den MAN oder den Actros ist das wirklich sehr gering. Dann würde ich wohl sagen, dass sogar der neue Volvo mehr vertreten ist wie der neue DAF.
Renault und DAF wahrscheinlich hier in Deutschland auf den Straßen gleichwertig, ne? Würde ich jetzt fast sagen. Ich auch sehr selten. Ah ja. Gut. Dann fahren wir noch mal eine Runde. Wir haben hier nämlich gleich unser Ziel erreicht. Nur noch 88 Kilometer. Schön, schön, schön. Ui, ui, da kam der bisschen ältere Scania R. Habe ich ja auf irgendeinem Profil auch wieder zusammengebastelt. Deswegen kannst du ja auch sein, dass wir da auch noch mal ein paar Videos sehen. Den RJL Scania, da sitzt man ja auch eine halbe Ewigkeit. Aber wenn im Jahr 2023 wieder ein paar schöne Mods kommen, die wir jetzt nicht 100.000 Mal gesehen haben, ja, weil ich weiß jetzt nicht ungefähr, was sich hier bei dem Truck geändert hat. Es sind immer noch 10.000 Dateien, also glaube ich 5 oder 6 Dateien, die man hier aktivieren muss. Finde ich nicht mehr zeitgemäß. Warum muss man das machen? Verstehe ich nicht. Ja, für mich nicht nachvollziehbar. Ob man da immer da noch ein Add-on, da noch ein Add-on. Ja, vielleicht zum Basteln. Macht das vielleicht Sinn. Aber für den Endkonsumenten, ja, der eigentlich nur den LKW haben will, immer anklicken, bam, da fängt es schon wieder an. Manche Sachen brauchen eine andere Priorität und ach, ich finde das blöd. Ja. Aber okay. Das ist ja meine persönliche Meinung. So, jetzt brauchen wir wenigstens nicht mehr so viele Gedanken machen, ob hier die Straßen glatt sind. Oh, sind aber auch sehr, sehr zackig drauf, wa? So. Läuft. 40 Kilometer noch. Mann, dann ist die Tour zu Ende mit dem Truck. Ja, es kann ja durchaus sein, dass ich, wenn das Video hier vielleicht am Mittwoch kommt, aber wenn es nicht am Mittwoch kommt, kann es sein, dass ich da einen Livestream mache. Ist es nicht. Vielleicht habe ich dann wieder was anderes zu tun. Ja, aber die Möglichkeit, dass wir vielleicht am Freitag wieder einen schönen Stream machen. Steht er auf jeden Fall sehr, sieht auf jeden Fall sehr gut aus. So ein Jahresabschluss-Stream. Könnte man es mal ja nennen. Schauen wir mal. Ich war Edeltrautchen. Genau. Ich habe aber Ideen, die ich dieses Jahr nicht umsetzen konnte. Nicht noch. Also, weil ja, auf einmal Weihnachten war. Ich wollte ja nochmal Truck SMP eine Runde drehen und. Ach. Wenigstens eine Sache habe ich gekriegt, dass ich den LKW nochmal Jahresende zeigen konnte. Aber Truck SMP, Großglockner, Duisburg-Calais, das werden wir wohl alles dann auf das nächste Jahr verschieben müssen. Boah, hier so ein schöner Alter. Was ist mit dem los hier? Aber den sind wir ja auch schon lange nicht mehr. Ihr könnt ja mal, mich würde es mal interessieren, wann bin ich das letzte Mal als Video, wohlgemerkt als Video, den 105er DAF gefahren? Ja, das mache ich ja eigentlich immer schön mit den Thumbnails. Und man kann es ja jetzt schön durchgehen. Das würde mich interessieren. Also ich würde fast meinen, dass ich das dieses Jahr noch gar nicht gemacht habe. Oh, da vorne ist meine Entladestelle. Endlich bin ich da. Nein, nicht endlich. So, erstmal hier rein in den Wald. Ich habe schon einen Hunger jetzt. Gut. Sollen wir vielleicht schon mal anfangen, Tempomat rauszunehmen. Und dann fahren wir hier rum. Oh, hier müssen wir hier
viel mehr hier oben in Skandinavien unterwegs sein. Oder gerade hier oben in Norwegen. Norwegen, Mensch, das ist ein... Ich glaube, Norwegen finde ich noch weit besser wie Schweden. Im Endeffekt ist es Mailand oder Madrid, Hauptsache Spanien, ne? Irgendwie alles die gleiche Soße. So, komm jetzt. Rum. So, machen wir normales Einparken. Wir wollen die jetzt nicht überbelasten, den Truck hier. So. Oh, mit den Anhänger finde ich das ja auch richtig, richtig nice. Der wirkt irgendwie. Hat der eine mitlenkende Achse hinten? Der hat eine mitlenkende Achse. Ey, wirklich ein richtig, richtig geiler Trailer, sag ich dir. Sag ich euch. Richtig schön. Oh. Sieht richtig böse aus, auch mit der Lackierung. So. Feststellbremse rein, Motor aus. Und dann machen wir die Abgabe. Ja! Ach, hier ist ja noch ein Profil. Ja, wo wir noch nicht unseren Hintergrund geändert haben. Na, wo gibt's denn sowas? Ich will den Flieger haben. Ach, so sieht's doch gut aus. Ja, das war's, wirklich. Ich denke mal, nach gut ein Jahr wieder mit einem 105er DAF als Video unterwegs zu sein, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch geht's alle gut. Und vielleicht hat der eine oder andere auch schon so ein Erlebnis gehabt. Mal eine ganze Weile ein LKW so ein bisschen, ja, links, rechts liegen lassen und dann trotzdem irgendwie gesagt haben, oh, ich muss den wieder fahren. Das hat mir jetzt richtig viel Spaß gemacht. Ich wollte das einfach. Und ja, wenn es so ist, dann schreibt es mal rein. Ich bin erstmal raus und wünsche allen noch einen schönen Tag. Welcher auch immer das ist. Lasst ein Däumchen da. Ich bin raus. Haut rein. Macht's gut. Bye, bye.